So, meine Lieben, und damit herzlich willkommen zurück zur achten Folge von Let's Play The Sims 4. Und ihr seht's da schon, wer da hockt, natürlich immer noch der gute Horst Haselbaum, der Mann aus dem Livestream, ich hab's angesprochen. Oh, und da vorne vor der Tür steht jemand, da müssen wir natürlich auch noch vor. Aber die kommt jetzt von alleine rein. Von dem her würde ich sagen, begrüßen wir mal die gute, wie hieß er, Diana, oder? Nee, Nadine. Ey, die Nadine, die ist jetzt, glaube ich, das zweite Mal da und setzt sich das zweite Mal in Folge einfach vor den PC und macht hier, ich weiß nicht was, chinesische Mails angucken. Das gibt's doch gar nicht. So, die begrüßen wir auf jeden Fall mal. Können wir gar nicht. Die werden wir mal kennenlernen. Müssen wir den Horst hier erstmal sitzen lassen. Der Horst ist am Updancen. Oh, shit, Baby, ich bin der Horst. Alter Schwede, guckt euch den an, ne? Den haben wir richtig gut geschaffen. So, für alle, die den Livestream vielleicht nicht gesehen haben, wie gesagt, Link ist unten in der Videobeschreibung. Könnt ihr mal vorbeiklicken. So schaut der aus. Richtig cool. So, Guido hat folgende Merkmale von Nadine kennengelernt. Eine Chaotin ist sie, okay. Während der hier irgendwelche rhythmischen, komischen Sachen macht. Und Nadine mit dem guten Guido über, ja, Flugzeuge, Geld und Co. redet, ne? Der Guido, der alte Kohlemann. Der materialistische Bub. So. Lecker. Oh, immer diese Männer, immer so laut essen. Und diese Farben, deine Hose. Oh, ich bin eigentlich voll sportlich. Ein blödes Gespräch. So, und der gute Horst, der steht jetzt da rum. Weiß nicht, was er tun soll, ne? Geh ich wieder auf den Spielplatz zu den kleinen Kindern. Dann schnapp ich mir so ein Ding. Oh ja, da freue ich mich drauf. Das wird schön. Wahrscheinlich geht er jetzt wirklich. Dann werden wir den aber erstmal beobachten. Ne, der kommt zu uns. Gott sei Dank. Hallo, Guido. Ich hock mich mal neben dich. So, dann werden wir mal mit ihm wieder quatschen. Mit Besitztümern prahlen. Das will er doch immer so gerne. Das darf er jetzt mal machen. Und der Olaf ist wach. Ich dachte schon, der hat jetzt aber nicht den Horst angehimmelt, hoffe ich. So, dann kann er eigentlich nämlich mal, dann können wir wieder mit dem Olaf interagieren. Jetzt sind wir gleich zu viert in dem schmalen Zimmer. Und kann hier mal ein bisschen rumblödeln. Das ist doch mal was. Mit Horst Haselbaum. Aber Olaf geht Fernsehen schauen. Das darf auch mir jetzt auch gerne machen. Guido meine ich natürlich. Und das schalten wir mal aus, ne? So, guckt der sich an? Oh shit, da brennt's. Die Feuerwehr. Feuerwehrsimulator zockt er jetzt gleich. Was ist denn das? Achso. Oh, ist richtig Baywatch-mäßig, nur was jetzt hier Feuerwehr angeht. Richtig geil, Freunde. So, das darf er ruhig weiter gucken. Und die sind am Rumblödeln. Huch. Unterhalten sich da über Burger King und Co. Und irgendeiner scheint sich schon wieder irgendwo verbessert zu haben. Wir gucken mal auf die Bedürfnisse, da haben wir jetzt in letzter Zeit gar nicht mehr so drauf geachtet. Auf Klo muss er mal langsam. Und was macht sie hier? Mann, schaut's mir. Hey, da ist die. Da, oh, wartet mal, stopp! Wisst ihr, wer das ist? Das ist die Gerda. Das ist die Frau vom Horst Haselbaum. Der wird jetzt wahrscheinlich gerade sie anrufen. Gerda, wo bist du, meine Gute? Schau mal, was die für ein. Was die. Die hat ein Auge als Ring. Das ist Gerda. Und da kommt Jogi Löw, glaube ich, oder? Guckt euch den mal an. Marcel Sommer sieht aus wie Jogi Löw von hier. Mal ein bisschen hinzoomen. Ob das Jogi? Jogi, bist du das? Jogi? Ich glaube, das ist echt Jogi. Das ist so fast Jogi. Das ist Jogi und Kurani-Mischung, Freunde. Und da hinten, wer ist das? Das ist Enrico Kreuz. Der sieht aus wie... Puh, keine Ahnung, den erkenne ich, kann den wieder. Was ist das eigentlich für ein Baum hier? Wahnsinnsbäume in Sims. So, nee, aber das war Gerda Sommer. Und dann gibt's eben noch McManny, weil das ist ein Rapper. Das ist so ein Zocker-Rapper. Der Herr Haselbaum Junior. Und das ist McManny. Aber der kommt vielleicht auch noch vorbei. So, dann kann er sich eigentlich halt mal mit ihr hier unterhalten. Den Tag verschönern. Das ist doch immer gut. Kann man ja mal nebenbei machen. Und er quatscht doch mit Horsti. Na, mal gucken, dass wir da eine relativ gute Beziehung vielleicht kriegen. Dann können wir da nämlich, vielleicht später mal irgendwas machen. Kennenlernen, so. Dann können wir da später vielleicht mal irgendwie die Leute zusammenführen, den Haushalt zusammenführen oder so. Mal schauen. Olaf ist gut. Dings hier. Horst ist gut, aber das wissen wir. Alter, die Stimme, ne? Richtig krass. So, und was macht Gerda? Gerda geht hier mit Yogi fremd? Freunde? Das gibt's nicht. Gerda geht mit Yogi fremd. Schau mal, wie die den anglotzt. Oh, das ist aber ein hübscher Bub. Oh, den schnapp ich mir später. Oh, das, also.
komme ich ja gar nicht von weg. Oh, die hat auch einen schönen Arsch da vorne. Mmm. Alter, wie die läuft, so richtig Selbstwurst. Rechts, links, rechts, links, rechts, links. Okay, wer kommt da? Oh, die macht jetzt Liegestütz. Da rennt die wahrscheinlich einfach drüber oder hockt sich noch drauf zum Ausruhen. Die Gatter, Freunde. Ich sag's euch. Wir können auch mal wieder einen kleinen Ausflug in den Park machen. War eigentlich auch ganz lustig. Während hier Olaf ein paar Übungen macht, ich habe jetzt nicht mehr gesehen, was, und erstmal sich vor dem PC chillt. Was haben wir denn? 14.23 Uhr ist es mittlerweile. Das ist ja noch eine ganz humane Zeit. Und den Jungs geht's, glaube ich, auch noch soweit ganz, ganz ordentlich. Wenn wir hier reingucken, er muss mal langsam auf Pipi. Von dem her würde ich sagen, legen wir vielleicht noch so mal eine kleine Schicht ein. Über die Größe des Fernsehers beschweren, wieso denn das? Tiefgründige Unterhaltung, probieren wir mal das. Vielleicht lernen wir es ja dadurch ein bisschen besser kennen. Und er hier ist energiegeladen noch. Das heißt, er sollte vielleicht jetzt mal nicht gerade im Internet surfen, sondern dafür aus noch mal ein bisschen energiegeladen üben. So, Guido hat folgende Merkmale kennengelernt. Eine Einzelgängerin ist sie. Okay, dann wird mit ihr nicht allzu viel anzufangen sein. Leider Gottes. So, du geh da einfach. Wie so ein Bär wieder da weghummelt. Aber die quatschen noch weiter. Der holt sich nur was zu essen. Okay. Olaf ist schön am Trainieren. Und sie wird sich jetzt daneben ihn hinhocken. Na wunderbar, es läuft doch richtig prickelnd. Wunderbar. Die backen. Opa. Pass mal auf, wenn die nochmal reinbeißt. Oder er? Ne, er nicht, aber bei ihr. Hoppa. Auch nicht schlecht. Wunderbar, okay. So, Olaf ist weiterhin schön da am Tun und Machen. Wir haben Samstag. Mich würde noch interessieren, welche Jahreszeit wir haben, aber vielleicht gibt es da wieder spezielle Add-ons, DLCs, Freunde, die man da erstmal braucht. Ich weiß es nicht. Wer ist das denn? Warte mal, so. Stefan Sommer. Da hat man doch auch, heißt sie nicht Nadine Sommer? Ja, das ist dann vielleicht der Bruder oder so. Und wer ist das? Jeanette Schäfer. Eine Französin. Eine heiße Französin. So, und der gute Olaf. Klopft weiter auf das Ding an wie ein Verrückter. Und gleich hat er den nächsten Level erreicht. Mal gucken, wie es ihm sonst noch so geht. Hygiene geht ein bisschen runter. Ich würde sagen, danach darf er noch ein bisschen joggen gehen. Machen wir schnell das Level. Ich mache mal schnell schneller. So, Levelaufstieg 3. Sehr schön. Olaf, was war denn nochmal sein Bestreben, genau. Fitnessgeräte, da müssten wir noch eins ihm holen. Schauen wir mal, vielleicht kriegen wir noch eins gebacken. So, währenddessen darfst du eigentlich mal auch anderes Training machen, und zwar Liegestütz. Brich das mal ab. Und dann werden wir in den Baumodus schnell gehen. So, er will ein anderes noch, er will was anderes. Dann schauen wir doch da mal. Ich finde, die Sachen sind übrigens sowas von geil. Ohne Witz. Ich habe im Livestream, so ein möbliertes Ding mir gleich gekauft, und das sieht so fett aus. Ohne Witz. Also, richtig stark, muss man sagen, was sie da gemacht haben. Finde ich schon richtig knorke. Auch das so an sich, das sieht Hammer aus einfach, ne? Da müsstest du halt viel Zeit investieren, und das ist beim Let's Play doch immer, finde ich, ein bisschen blöd. Klar, ich bin einer, der sich wirklich die Spiele komplett anschaut und wirklich alles durchgeht, aber bis man sich da mal so ein richtig geiles Haus gebaut hat, einfach, das dauert so ewig, das kannst du im Let's Play wirklich nicht zeigen. Also, wir gucken mal, Sportgeräte draußen, da kannst du dir einfach sowas bauen. Schau dir das an. Unfassbar. So, aber, wir gehen jetzt erstmal hierhin nicht, sondern, oh, da kann man sogar hier noch sortieren. Aktivitäten und Fähigkeiten. Körperliche Aktivitäten. $900, das kostet zu viel, das kriegen wir leider noch nicht. Das kriegen wir leider nicht gebacken, Freund. Müssten wir erst ein bisschen mehr Geld verdienen, dass wir uns da was bauen können. Haushaltsinventar. Haben wir gar nichts im Inventar, okay. Nö, also wie gesagt, da müssten wir dann erst was machen. Außer wir schicken halt einen der beiden mal auf Arbeit. Wir können ja zumindest Olaf, wenn wir wollen, einen... Muss der... Der hat doch noch den Job, oder? In 2 Tagen. Buchhalter der Agentur. Geheimdienstdatenbank auf dem Computer durchsuchen. Samstag, Sonntag frei. Das war schon das, was wir hatten, ne? Jetzt schauen wir nochmal hier, Job suchen. Liegestütz, soll er mal kurz noch weitermachen? So, jetzt suchen wir nach einem Job hier. Sollte jetzt ja gleich kommen bei uns die Nachricht. So, und dann hatten wir doch hier... Das Problem war, genau, wir hatten ja, glaube ich, gar nichts richtiges Sportliches an sich. Das war ja so das Problem. Außer das ändert sich immer, dass man da neue Angebote bekommt. Wir können ja jetzt mal spaßeshalber Guido auch einen Job suchen lassen. Guido hat keinen Job. So, ich mach mal ein bisschen schneller.
Wieso lernt der denn, wenn der am Handy ist? Irgendwie die Handyfähigkeit oder was? So, sie muss los. Okay. Geheimagent. Ja, dann ist das schon das Einzige, was wir da so machen können in Richtung Sport. Also dann gibt's nicht mehr Karriereangebote. Aber das passt. Wochenende daheim, unter der Woche von 7 bis 3. Was willst du denn mehr? Perfekte Arbeitszeit. Also dann soll Olaf Rück da weiterhin Geld reinholen. Dann kann er sich davon auch bestimmt mal sein Bodybuilder-Dingens da erfüllen, sein Traum. Das sollte ja kein Thema sein. Wir haben es jetzt Samstag 16.44 Uhr, sprich wir haben den morgigen Tag noch, der frei ist. Und dann muss er los. Bis dahin sollte er dann wieder topfit sein, dass wir da eventuell sogar ein bisschen krass alles, ein bisschen krass arbeiten können. Dass er wirklich Vollgas gibt. So, wenn ich hier mal alles aufräume. Und dann muss er nämlich aufpinkeln. Was darf er gleich? Oder geht er gleich? Muss er so dringend? Ne, er checkt irgendwie nicht, wie er die Teller nehmen soll, glaube ich. Jetzt hat 2, 3. Und einen kriegt er nicht mehr mit. Wieso geht er denn da so rum? Naja, egal. Darf er machen, wie er will. Ach, den holt er auch noch gleich. Mensch, Olaf, du bist ja ein Traum von Mann. Ein Mannsbild. So, was macht eigentlich Olaf? Also Guido, ich verwechsel die beiden immer, ne? Ihr merkt's. So, macht ein Nickerchen, ist in Ordnung. Und Guido schmeißt alles weg. Ach, ist das ein Mann, Freunde. Guckt euch den Mann an. Jetzt macht er gleich in die Hose, wenn so weitergeht. Kannst du mal... Brauchst du nicht Geschirr spülen, du kannst es liegen lassen, wenn du willst. So, genau, und jetzt gehst du nämlich mal auf Klo. Dann passt das. Liegt da jetzt eigentlich hier das Geschirr drin? Nee. Sehr cool, dann muss er das gar nicht machen. Also da kannst du das immer abbrechen. Der Herr der Schaukeln. Auf dem Spielplatz ist es nicht mehr sicher. Jetzt, wo der Schultyrann zurück ist. Das ist der Horst, glaube ich. Alle streiten sich um die eine Schaukel. Eine Schaukel, die höher und schneller schaukelt als alle anderen. Können Eduardo und seine Freunde die eine Schaukel zerstören, bevor Byron, der Tyrann, sie in seine schmutzigen Finger bekommt. Boah, was ein Thriller, würde ich sofort lesen. Und das Ding kann man eigentlich auch mal wieder spülen. Ich wollte eigentlich putzen, aber machen wir mal spülen. Okay, und Olaf kann doch jetzt wieder, wie viel Uhr haben wir? Ihm geht's doch soweit eigentlich ganz gut noch. Dann kann er ein bisschen programmieren. Kann er da wieder ein bisschen üben. Oh, einen Virus. Das konnte er bisher noch nicht. Das darfst du mal machen. Dass wir uns da weiter fortbilden, das ist ganz gut und ganz wichtig. Und da können wir jetzt, glaube ich, aber wieder ein bisschen auf schnell machen. Weil Olaf schläft, er macht das, da gibt's nicht viel zu tun. Gucken nun mal schnell bei den Bedürfnissen von Olaf. Der ist jetzt doch bald mit dem Nickerchen fertig. Und danach will er die Pisiguata-Polka lesen. Auch nicht schlecht. Ach, das macht das automatisch. Das ist cool. Das ist ja richtig cool. Also immer wenn einer mit Schlafen aufhört, wird automatisch wieder auf normal schnell gestalten. Finde ich nicht schlecht. So, Guido, hör mal auf hier. Kein Virus mehr. Sonst holst du dir noch ein Virus. Oh, geh mal lieber ins Bettchen. Und schlafen, Ründchen. Und da können wir uns dann noch einen Fisch kaufen. Aber wir haben gerade kein Geld dafür. Es tut mir leid. Und er träumt mal wieder von Kohle. Und er kann's auch nicht lassen, der Olaf, mit dem Trainieren, ne? Unglaublich. So, höheren Level der Kochfähigkeit erlangen. Kannst eigentlich nochmal Abendessen servieren, oder? Du kriegst eh Hunger. Und Olaf wird dann später auch was machen. Zu Abendessen. Obwohl, erstmal du nur. Energiereiche Proteinteller. Das sollte ja erstmal reichen. Oder? Mal gucken, was er jetzt da genau so vorhat. Ne? Schauen wir mal mit über die Schulter. Aha. Bisschen Fleischpute, keine Ahnung. Pfeffer und Salz und Paprikapulver. So, drüber damit. Dann ein bisschen schneiden, auch die Finger am besten. Ding, dong, dang, dang. So, wupp, wupp, wupp. Nochmal ein bisschen würzen. Spargel schneiden. Au, ach, ja, ja. So, und den kann er jetzt eigentlich... Was macht er hier? Vielleicht Spargel und Kassler, oder? Keine Ahnung. Was das wird. Vor allem ist das Grünzeug verschwunden. Oh. Keiner gesehen, so. Alter. Ich glaube, so weit ist er noch nicht beim Kochen. Was hat er denn da für eine Fähigkeit? Wir können ja mal reingucken, spaßeshalber. So, Fähigkeiten. Kochen. Nach Level sortieren. Kochen. Eine 2, das ist sogar nicht so schlecht. So, guten Appetit. Guten Hunger. Oh, ich habe wieder so gut gekocht. Ich bin der beste Koch in diesem Haushalt. Könnte sogar sein. Ich weiß gar nicht, was da Olaf für eine Fähigkeit hat. Wobei ich würde eher sagen, er ist besser. Was hat er da drin? In Welt platzieren. Was hat er denn da gefunden? Ja, was ist denn das? Kartoffel? Pflanzen? Erdbeere pflanzen? Was ist das? Gewöhnliches Tuning-Teil? In Welt platzieren?
Oh, machen wir lieber nicht, dass der jetzt aufwacht. Und wo sind wir? Hier sind wir drin. Was hat jetzt da der Olaf? RL-Ritze? Aufhänger? Name? Borsti. Das Ding heißt Borsti. So. Borsti. Was hat der hier? Gepunkteter Blattfrosch. In Welt platzieren. Das will ich jetzt mal sehen, was er jetzt da macht. So, aber erstmal abspielen. Was macht er jetzt mit dem Frosch? Lecker Froschschenkel draus machen. Haut er den jetzt einfach hier am Boden? Hier hin stellt er den. Achso, und dann gehe ich jetzt wahrscheinlich in den Baumodus. Und kann jetzt den Frosch hier irgendwo hinstellen. Oh, wie cool. Wir haben jetzt hier einen eigenen Frosch. Er darf in sein Zimmer. So. Wie cool. Ein gepunkteter Blattfrosch. So, wieder leben. Hüpft er da raus. Den darf er sich jetzt mal angucken. Aber der ist der echt? Ja, die Augen blinken. Also blinzeln. Ein Blattfrosch. Das ist also ein Blattfrosch. Und den soll ich jetzt mal anschauen. Ah! Ein Blattfrosch. Darf man den, kann man den umbenennen? Nee. Und was hat er jetzt noch so im Inventar? Tuning-Teil? Und Borsti? Kann ich nicht Borsti hier reintun? Das muss doch gehen. Juhu, wir haben den Fisch. Borsti bei Gidi. Nee, bei Guido. Und ein Frosch. Na, sehr cool. Okay, mit Daniel versteht das sich gut. Den können wir später irgendwann mal vielleicht anrufen. Bald muss er wieder in Arbeit. Samstag 21 Uhr. Ein bisschen Zeit hat er noch. Und hier hat er irgendein Tuning-Teil. Was auch immer das ist. Ich kann jetzt höchstens mal schauen, ob man das irgendwie hier platzieren kann. Wo hat das denn jetzt hingestellt? Hier. Und ob ich die jetzt vielleicht... Oh, jetzt habe ich den ganzen Tisch verkauft. Na, das wollte ich nicht. Entschuldigung. Gleich kommt dein Tisch wieder. Tabula rasa. Den wollten wir, glaube ich, den haben wir in einer anderen Farbe genommen. Und zwar eher etwas dunklerem. So, oder? Ja. 65, okay, naja, ein bisschen was haben die Dinger gebracht, aber nicht wirklich viel. Huch, da wollte ich auch nicht hin. So wollte ich hin. Na, sehr cool. Da haben wir jetzt einfach mal einen Frosch gefunden und einen Fisch. Und der schwimmt da echt rum. Hat sogar eine kleine Burg, der Elritz. Aber ich kenne mich mit Fisch nicht aus. Vielleicht wird das auch Elritz ausgesprochen. Keine Ahnung, ich kenne Fisch nicht. So. Wunderbar. Der übt die ganze Zeit. Ja, der Typ, das ist so krass. Der will's echt wissen. Was hat er denn für Bedürfnisse? Ich würde sagen, er geht jetzt mal hier noch ein bisschen da vertrainieren. Wupp. So. Nix spielen. Guido schläft. Schnell duschen wieder. Und dann darfst du ab ins Bett. Ich mache mal wieder Schnelldurchlauf. Alle schlafen, duschen. Da brauchen wir nicht großartig was machen. Ne? Das können wir, glaube ich. Das darf ich. So, Hygiene voll. Und jetzt schlafen. Damit du schon mal zumindest einigermaßen dann fit für Arbeit bist, die dann übermorgen, beziehungsweise ja doch übermorgen wieder stattfindet. Und Guido darf auch weiter pennen. Machen wir ein bisschen schneller. Gucken wir uns noch an. Und dann würde ich sagen, war's das auch schon wieder mit diesem Part? Was haben wir denn hier? Pilzgewächs. Okay, Leckerbissen des Herbstes. Dann werden wir mal gucken. So, und Guido dürft gleich aufstehen. Oder? 4 Uhr? 5 Uhr. Und Olaf steht als erster auf. Beide wieder fit. So, würde ich sagen, Guido darf auch aufstehen. Alles passt soweit. Und damit war's das, wie gesagt, jetzt erstmal wieder mit dieser Folge. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben geben würdet. Würde mich wirklich riesig freuen, würde mich dadurch, oder ihr würdet mich dadurch unterstützen. Und in dem Sinn, wenn ihr mehr sehen wollt, lasst auch noch ein Abo da, dann passiert und verpasst da gar nichts. Und damit bin ich erstmal raus. Genießt den Tag, macht's gut. Bis zur nächsten Folge. Bis dahin, euer Badeschlappen. Servus.